Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Heute mal wieder die zweite Runde, das zweite Mal ein Opening. Lushi ist dementsprechend und habe ich auch noch nicht aufgemacht. Verpackung sieht ein bisschen Dings aus, weil irgendwie keine Ahnung, das war eine Packstation gewesen oder was feucht. Aber na gut. Ich habe noch nicht aufgemacht. Ich habe nur das Klebeband entsprechend abgemacht. Und ja, das machen wir gleich mal auf und schauen mal, was da so drin ist. Also, bis gleich. So, und ich werde natürlich wieder nicht schneiden, deshalb auch ein bisschen das Ganze natürlich live im Endeffekt. Und ich mache das jetzt auch auf. Wie ich schon sagte, ich habe das nur Dings aufgeschnitten. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was drin ist. So. Wenn ich da so rüber gucke, dann liegt das eher daran, dass ich auf Bildchen gucke. So, dann schauen wir doch mal, was hier alles so drin ist. Zu dem schönen Weihnachten dann im Endeffekt. Das ist ja schon eigentlich für mich ja schon ein Weihnachtsgeschenk, bloß dass ich deshalb selbst bezahlt habe. Und was ist daran falsch? Aber egal. So. Was haben wir denn hier? Zuerst ein T-Shirt, okay. Da gucken wir doch mal, was das für eins ist. Das macht das einmal auf. So. Gucken wir nochmal, was das ist. So. Schauen wir doch mal. Ist das zu erkennen, was das ist? WildNet? Was ist? Sehe ich das richtig? 2077? Cyberpunk. Echt jetzt? Oder täuscht das mich? Das sehe ich ja gleich am Ende und dann in dieser Übersicht, was das genau ist. Aber können ja schon mal gucken hier. So. Also, T-Shirt. Ich habe immer XL-Format. Das ist dann schön angenehmer. Das war Numero Uno. So, was haben wir hier? Popping Candy Cola. Das ist wohl so ein Mischkram-Dings zum ich vermute mal, mal auflösen. So, was haben wir hier? Taco for Everybody. Merry Christmas. Das ist eine normale Postkarte. Din. Was haben wir denn hier? Rick and Morty. Galactic Plushies. Okay. Ja. Ein Plüsch. Hallo, hallo, hallo. Gucken wir mal mit später, wohin das gehört. So, das haben wir denn hier. Was ist das? Decke? 120 cm mal 150 cm. Okay. Ich vermute ganz stark, dass das eine Decke ist. Hm.
Das ist jetzt wahrscheinlich noch schlecht, jetzt in der Cam zu zeigen, aber ich vermute mal, das sieht mir fast so aus wie T-Shirt ähnlich. Mal das Pappding hier wegmachen. Ja, es ist. Ist das eine Decke oder was ist das jetzt? Naja, sehe ich aus dem Schluss. Ich sage jetzt einfach mal, das ist eine Decke. So fühlt sich, das fühlt sich auch richtig, richtig Seide. Und das ist im Endeffekt das Symbol, was wir gerade im Endeffekt, glaube ich, auch auf T-Shirt gesehen haben. Mit der entsprechenden. Nein, nein, nicht ganz. Oh Mann, das ist jetzt ein bisschen schlecht, das jetzt auszudingsen. Ich versuche es mal. Aber das ist gerade etwas schlecht, das so auszudingsen. Aber auf jeden Fall Dings. Ich habe die Plus-Version, also dementsprechend kann sein, dass dementsprechend was nicht dabei ist, wenn ihr die normale Version dabei habt. Mensch, das war schnell leer. So, was haben wir denn hier? Ascensus Quest, offiziell Coloring Book. Cool. Das ist ein Malbuch. Ich bekomme ja am Montag meinen neuen Grafiktab. Ich habe vorher auch eins für 60, 70 Euro Dings, aber da muss ich mal auf den Bildschirm gucken und unten dann dingsen, weil das kein eigenes Display hatte oder hat. Dementsprechend hat man sich mehr konzentriert darauf, dass man richtig trifft, statt mit dem Zeichnen. Dementsprechend habe ich mir jetzt ein Grafiktab geholt, wo es auch dementsprechend auf dem Tab dann man direkt sieht, wo was ist und wo man dann dementsprechend dann direkt so wie auf dem Blatt Papier halt auch zeichnen kann. Ich zeige das ganz kurz mal. Beispiel. Also das ist ein richtig dickes Büchlein. Kann dementsprechend. Ich setze das jetzt nur sporadisch so ein bisschen. Also, um das einmal zu zeigen. Das ist komplett zum Ausmalen gedacht, dementsprechend. Na, also, das ist gar nicht mal so schlecht. Da könnte ich mir zum Beispiel halt mit dem Digitalzeichnen so ein bisschen was abgucken sogar. Also nicht abzeichnen so direkt, sondern so ein bisschen Impressionen im Endeffekt. Was so auch Gesichter und Dings so angeht. Oder Tiere. Ne, also, das ist cool. Das ist nicht schlecht. Wow. So, oh, die Beilage haben sie diesmal nicht gepackt, das lange. Aber wir gucken uns jetzt mal, entsprechend Dezember, an, was das ist. So, also Novemberbox. Ja, hier Novemberbox wird hier nochmal das, was ich im letzten Video vorgestellt habe, wird nochmal aufgelöst im Endeffekt. Und okay. Wer kennt das nicht? Ist zwar vom Bild her nicht korrekt ganz, aber wer kennt das nicht? So, also, wir haben das T-Shirt. Ach, das ist so Witcher-T-Shirt. Okay, verstehe.
Nee, warte mal. Nachdem The Witcher abgeschlossen war, konnte sich die Jungs und Mädels von CD Projekt Red endlich intensiv mit Cyberpunk beschäftigen. Hoffentlich ist es nun am 10. Dezember wirklich soweit. Wirklich ist in Klammern geschrieben. Also handelt es sich tatsächlich entsprechend um T-Shirt, was dann angeht. Genau, und das ist tatsächlich eine Decke, was ich gezeigt habe. Das ist übrigens ja Joker, was ich nicht richtig ausrollen konnte, aber das ist der Joker. So, das Büchlein habe ich gezeigt. Weihnachtskarte. Okay, so. Okay. Also, was im Plus drin ist in diesem Fall, was in der normalen Version nicht drin ist, ist tatsächlich das Plüsch. Nennt sich dementsprechend Snowball. Hallo Snowball, willkommen. Puff, puff. Oh. Nein, war ein Witz. So. Und oh, hier ist was für. Das war Werbung dementsprechend aus dem Heft. Aber wir haben im Stream-Team, eine, die steht auf Einhörner, die Ina. Und das ist mir gerade so plump mal eingefallen. Hörspiel, wenn ich das hier richtig gelesen habe. So. Ja, okay. Das war es dementsprechend, was so jetzt drin war tatsächlich. Sehr nice. Also besonders das Heftchen hier. Also das ist in der Standardversion dann auch drin. Na, also das Plüsch ist in der Plus drin und das andere. Das hier ist na Standard auch drin. Ist auch dementsprechend lohnenswert scheinbar. Also zum Ausmalen. Ach, hier hinten gibt es noch mal ein paar Farb. Ach. Okay. Zwar nicht alles, aber hier gibt es tatsächlich ein Beispiel zu sagen und zu zeigen, wie man das dann halt umsetzen könnte. Da ausmalen, da links. Nett, nett, nett. Ja, wer von euch dementsprechend Lutschist auch bekommt, gerne in den Comments schreiben, was euch dort gefallen hat, was man eher hätte nicht und so. Und ja, und worauf ihr euch so dann im nächsten Jahr so von Lutschis so wünscht oder freuen würdet, dementsprechend. Ich möchte darauf betonen, dass es keine bezahlte Werbung oder ähnliches ist, das mache ich von mir aus selbst, ne? Weil ich halt da selbst überzeugt bin. Und ja, schreibt in den Comments, was euch davon gefallen hat, was euch eher nicht gefallen hat. Ne? Und darauf freue ich mich dementsprechend schon in den Comments und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall euch schöne Weihnachtstage und da das dieses Jahr auch das letzte Video, was Lutschis angeht,
sein wird. Es kann sein, dass ich noch ein Tweet-Highlight-Video mache, aber da rede ich ja nicht. oder noch vielleicht, mal gucken, vielleicht mache ich sogar noch ein Game oder sowas. Da muss ich nochmal gucken. Aber falls dementsprechend wir uns da nicht mehr hören und sehen, außer auf Twitch natürlich, dann wünsche ich euch eine angenehme Weihnachtszeit und dann auch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall sicherlich mit einer neuen Lootschießt entsprechend wieder. Also, bis dann und bye bye.